Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Heute kein normales Let's Play, sondern eine Tipps und Tricks Folge. Und zwar geht es heute um das normale Wapiti, nenne ich es jetzt, und um das Rocky Mountain Wapiti. Eigentlich ist da nicht viel Unterschied zwischen den beiden Tieren. Nur ein wenig das Aussehen. Das Rocky Mountain Wapiti hat eben ein bisschen mehr oder ein wenig mehr Mähne. Also mehr Haare am Träger. Was das normale Wapiti eben nicht hat. Aber wir fangen einfach mal an mit dem normalen Wapiti. Und zwar das normale Wapiti kommt vor in Settlers Creek, White Hart Island und Red Feather Falls. Hier sind dann eben noch eine Karte, sind hier noch die Karten jeweils eingezeichnet. Von Red Feather Falls habe ich selbst die Karte gemahlen, da ich keine Karte finden konnte. Aber in der Videobeschreibung ist ein Tool verlinkt oder die Tools von Hunter, wo man nachschauen kann, wo welche Tierart vorkommt oder mehr oder weniger so eine Art Spawn eingezeichnet wird. So, weiter geht's. Also, noch ein paar Zahlen zu den normalen Wapitis, die wahrscheinlich eh keinen interessieren, außer denen, die Wettbewerbe spielen. Und zwar das maximale Gewicht von einem männlichen Wapiti sind 500 Kilo. Also im Spiel natürlich. Und das kleinste Gewicht, also was ein Wapiti am wenigsten haben kann, sind 285 Kilo. Es ist dann natürlich ein Weibchen. Der derzeitige Weltrekord vom Score her ist 435,787 vom Score her. Der maximale CSS bei einem Wapiti ist 95. Es kommt des Öfteren in Herden vor. Es ist eigentlich, ja, kann man sagen, nicht so wachsam, also normal, so im Mittelfeld. Es ist eben, es greift nicht an. Wenn man es lockt mit einem Caller, gibt es dir eine Antwort. Es kann natürlich durch Caller und Lockspray angelockt werden. Es kann wie fast jede Tierart nicht durch Pfeifen aufgeschreckt werden. Das sind eben nur die Hasen und die Vögel, die das können. Ja, das war's jetzt aber eigentlich zum normalen Wapiti. Und jetzt gehen wir weiter zum Rocky Mountain Wapiti. So, angekommen bei den Rocky Mountain Wapitis. Da kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen, da es im Moment eben nur also noch keine Wiki-Seite dafür gibt. Keine Ahnung warum, aber naja. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Und zwar fangen wir einfach mal an. Schauen, ob es hier besser ist. Nein, es ist nicht besser. Und zwar, das größte Rocky Mountain Wapiti hat einen Score von 440,6362. Das größte Wapiti, was ich jetzt so finden konnte, hat ein Gewicht von, ich schau mal, 330,357 Kilo. Und das schwächste Wapiti, was ich jetzt geschossen habe, da es eben wie gesagt kein Ding gibt, keine Seite, wo das festgelegt ist, kann ich euch nur sagen, das leichteste Wapiti, was ich geschossen habe, hat 231,64 Kilo. Ich kann euch da jetzt eben nichts Genaueres dazu sagen. Nur das, was ich jetzt so auf der Jagd bis jetzt erfahren habe, da wie gesagt noch kein eine Wiki-Seite davon existiert. Also ich treffe die meistens in der Rudeln. Meistens sind Männchen dabei, es gibt aber auch Rudel, wo nur Weibchen sind. Wenn ich Männchen finde im Rudel, wo nur Männchen sind, da sind es meistens nur 2, 3 oder 4 Tiere. Und ja, die kommen eigentlich verstreut auf der ganzen Map vor, außer links oben in den Bergen, wo die Bergziegen wohnen. Oder vorkommen.
Da gibt es keine Wapitis, aber ansonsten trifft man die eigentlich überall. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, da ich keine Erfahrung oder noch nicht so viel Erfahrung damit habe. Ich habe da jetzt erst, glaube ich, 30 oder so Klassen. Und keine Wiki-Seite existiert jetzt und kann nämlich euch nur sagen, was es hier so an Datenfakten von eben den Sachen gibt, die ich eben so gefunden habe an Ranglisten und so weiter. Aber na gut, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Tiere oder Tipps und Tricks Folgen sehen wollt. Also ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin heute ein wenig neben der Bahn, aber egal. Ich hoffe, das konnte jetzt etwas helfen. Auf welche Waffen die zugelassen sind, das sind alle Waffen über dem Kaliber 308. Was drunter ist, ist nicht zugelassen. Ja gut, das ist bei beiden gleich. Ich bedanke mich jetzt hiermit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.